Sie ist die gute Freundin, die man einmal die Woche trifft und die man wundert, weil sie trotz ihres tollen Aussehens so natürlich und warmherzig ist. Millionen Fans lieben sie in ihrer Rolle als Fernsehärztin. Doch Andrea Katrin Löwig, der Star aus dem Quotenhit In aller Freundschaft, hat viel mehr drauf und drunter. Wir reden unter anderem über sexy Strapse statt weißem Kittel. Gleich bei das. Keine Prinzessin, aber eine Quoten-Queen ist unser heutiger Gast. Fast 7 Millionen begeisterte Fans schalten jeden Dienstag ein, wenn sie Patienten behandelt. Doch anders als im Fernsehen hat sie privat ihr Glück gefunden. Zusammen mit ihrem neuen Lebensgefährten macht sie Musik. Eine Kostprobe gleich bei uns in der Sendung. Jetzt aber erstmal ein herzliches Willkommen, Schauspielerin und Sängerin Andrea Katrin Löwig. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Andrea Katrin als ein Name, als Doppelname ist eigentlich eher ungewöhnlich, ne? Werden Sie Andrea oder Katrin genannt? In der Familie Andrea. Und inzwischen von allen anderen in Deutschland Katrin. Aufgrund ihrer Rolle, weil die auch Katrin heißt. Genau. Wir reden drüber. In aller Freundschaft ist natürlich ein großes Thema. Christopher Braun stellt sie aber jetzt erstmal so richtig schön vor. Guten Morgen. Guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? So kennen wir sie alle. Mein Name ist Globisch. Als Anästhesistin Dr. Globisch in der Arztserie In aller Freundschaft. So kennen sie die wenigsten. Als tanzverrückte Musical-Darstellerin, hier als Lola in Der blaue Engel. Schon als Kind hat die gebürtige Merseburgerin nur Tanz und Gesang im Kopf, macht eine Ballettausbildung, studiert Schauspiel an der Hochschule Ernst Busch in Berlin und arbeitet erfolgreich als Synchronsprecherin. Im Jahre 1999 landet sie schließlich als Narkoseärztin in der Sachsenklinik. Vor 4 Jahren kommt ihre Tochter Josephine Emilia zur Welt und beschert der vielseitigen 45-Jährigen eine weitere Lebensaufgabe. Heute bei uns zur Visite Andrea Katrin Löwig. Ja, und fast 7 Millionen Zuschauer können ja nicht irren. Quoten-Queen, wie gefällt Ihnen der Titel und vor allem der Thron? Ja, also ich glaube, wir sind alle immer noch sehr glücklich, dass das so gut läuft. Das hätte keiner für möglich gehalten von Anfang an. Und solange uns das Publikum will, spielen wir da auch noch ein bisschen. Ist denn für Sie der Dienstag 21.05 Uhr auch ein fester Termin? Schauen Sie, wenn Sie nicht selbst am Set sind? Nicht mehr jeden Dienstag, aber oft genug, ja doch. Und ich bekomme ja auch die DVD ins Fach gelegt. Also sollte ich den Dienstag mal verpassen, kann ich mir schon angucken, was ich da verbrochen habe. Und wie gnädig sind Sie, weil Sie gerade sagen, verbrochen? Mit mir bin ich ungnädig, ja. Ich bin sehr, sehr kritisch. Wenn ich mich sehe und dann, man muss mich da fast auf den Sitz festnageln und sagen, so und jetzt. Aber man gewöhnt sich trotz alledem, nach so vielen Jahren. Ja. Ich habe immer noch ein bisschen Probleme, wenn es dann läuft und wenn ich mich sehe und dann denke ich, naja. Und da, ich sehe zu viele Fehler wahrscheinlich. Ich bin so eine Jungfrau, was das angeht. Sehr selbstkritisch. Sternzeichen, ja. Sternzeichen Jungfrau. Die Zuschauer sind es nicht, die lieben Sie und deshalb schalten Sie ein. Sie schalten aber generell sehr gerne eigentlich Arztserien ein, muss man sagen. Wir haben mal unsere Zuschauer gefragt, warum eigentlich? Was ist der Reiz, die Faszination an Arztserien? Ich glaube, Arzt ist sowieso so eine Faszination, allein dieser Beruf, so die Halbgötter in Weiß. Ich glaube, damit verbinden viele was und ich glaube, das ist so eine Faszination. Sie sind halt, sie haben meistens blaue Augen und ja, sehr sexy haben sie. Arztserien? Ich hasse Arztserien. Warum? 40 Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Die schummeln und lügen in den Serien, das kann man ja gar nicht aushalten, wenn man die Wirklichkeit kennt. Aber es reizt einen, da reinzublicken, wie es aussieht im Krankenhaus und die Liebesgeschichten und alles, was hinter der Tür abläuft. Das Eklige zieht immer an, Blut, Gedärme, was da so spritzt. Keine Ahnung, ich gucke sowas nicht. Schwarzwaldklinik? Das ist ein paar Jahre her, aber ich gucke ab und zu mal In aller Freundschaft. Was ist das Tolle daran? Mir gefallen einfach die Darsteller, weil die so ziemlich natürlich spielen. Gucke ich sehr gerne, ist ein bisschen familienreich, ist ein bisschen heile Welt und das wünschen wir uns doch alle, oder? Ja, oder? Andrea, was ist dran an dem, was Sie gerade gehört haben? Was hat Sie erstaunt? Wo haben Sie gedacht, stimmt? Ja, naja, es ist klar, dass es Leute gibt, die sagen, oh, möchte ich auf gar keinen Fall gucken. Aber es ist wirklich so ein bisschen, es ist ein bisschen heile Welt und trotzdem gibt es Folgen, wo wir die Geschichte aus dem Leben erzählt haben. Und wenn es dann noch ein Happy End gibt, dann ist es ja immer am schönsten für die Leute. Gerade sagte ja der eine Zuschauer, ich habe selbst 40 Jahre im Krankenhaus gearbeitet, da wird geschummelt, so ist es gar nicht. Naja, zum Beispiel, dass unsere Ärzte alles können. Das ist auch ein Schummeln. Aber wir müssten ja so viele Ärzte einkaufen, das würde ja das Budget sprengen, wenn wir jetzt alle medizinischen Geschichten auch noch in die Fachgebiete bringen würden. Und wir haben durchaus auch Ärzte unter den Zuschauern. Wir bekommen öfter, trifft man mal einen Arzt, der sagt, guck ich und
es gibt auch wirklich Geschichten, wo ihr recht habt. Wo es, also, es gibt sogar eine Folge, die wird an der Uni gezeigt, mhm. weil genau die Findung, wie wir diesen Fall aufgerollt haben, mhm. das wird als Lehrbeispiel gegeben. Also ganz so, dass das alles nur geschummelt ist, ist es nicht. Aber sehr viel. Es gibt auch Fälle, wo wir denken dann selber, Leute, das wahre Leben ist manchmal bitterer. Aber das möchte ja dann keiner im Fernsehen sehen. Aber Sie haben ja auch durchaus Ärzte am Set, die gucken, dass die Handgriffe möglichst Stimmt. realistisch ausgeführt Unsere werden, Unsere medizinische Beraterin ist eine ausgebildete medizinische Assistentin. Wir haben immer einen Arzt bei den OPs, der Hand anlegt mit, der genau zeigt, was wie aussehen muss. Nicht so viel Blut und Horror, was wir da zeigen, das gehört also auch mit bei uns zum Standard, dass da nicht so viel davon gezeigt wird. Nein, also die Sachen sind von Ärzten auch gegengelesen. Und wenn man 10 Ärzte fragt, gibt es 10 verschiedene Meinungen. Das ist so. Muss man ja auch mal, das ist ja so. Man geht ja schon zu 2 Ärzten und weiß hinterher nicht mehr, für wen soll man sich entscheiden. Sie sind gelernte Schauspielerin, haben an der Ernst-Busch-Schule gelernt, also ganz renommierte Schule. Jetzt nach 13 Jahren schon als Ärztin in der Rolle. Haben Sie auch schon das Gefühl, so ein bisschen medizinisches Fachwissen sich angeeignet zu haben? Auf gar keinen Fall. Um Gottes Willen. Also ich weiß einfach, Hochachtung vor den Ärzten, die das wirklich machen. Und ich habe mich in der gesamten Zeit ein bisschen wirklich so auf diese alternative Medizinschiene begeben. Also so Homöopathie in der Familie bin ich so ein bisschen die Hobby-Homöopathin. Mhm. Die Packung Globulis habe ich immer dabei, weil ich festgestellt habe, dass man ganz viel am Anfang, wenn irgendetwas kommt, dass man da ganz viel mit Homöopathie machen kann. Und erst dann, wenn es nicht mehr zu retten ist, dann gehe ich zum Arzt. Das hören die Schulmediziner jetzt wahrscheinlich gar nicht. Doch, gern. Doch, ja? Die modernen Schulmediziner mhm. wissen es inzwischen und finden auch beides in Ordnung. Also ich gehe wirklich auch nur zu Ärzten, die das akzeptieren, dass man erst mal auf einem gewissen Weg sich bewegen kann. Und dann finde ich auch, wer heilt, hat recht. Und ein guter, moderner Mediziner, der erkennt das an, hört manchmal zu, sagt ja, ich probiere es jetzt erstmal so, aber also selbst wenn er schon sagt, schaden kann es nicht, dann finde ich immer schon, dann sollte man also auch durchaus die Globuli dazu geben. Sie sind jetzt 13 Jahre dabei, kommenden Dienstag läuft die, habe ich mal nachgeschaut, 565. Folge schon und wir haben mal ganz zu Anfang geschaut, wie Sie da ausgesehen haben und gewirkt haben. Hier eine Szene aus den Anfangsjahren, Ihren Anfangsjahren bei der Szene. Schwester, wo ist der Oberarzt? Dr. Heilmann operiert in der 2. Aber das dauert noch eine ganze Weile. Gut, dann machen wir das ohne ihn. Bitte stellen Sie mir ein Team zusammen. Und sagen Sie Dr. Heilmann, ich brauche ihn dringend in der 1, wenn er fertig ist, ja? Das können Sie nicht machen. Was, kann ich nicht das Leben des Kindes retten? Er hat einen akuten Bauch. Kolondilatation mit Iliosymptomatik und Perforationsgefahr. Wir müssen aufmachen, sofort. Ohne sichere Diagnostik? Wie stellen Sie sich das denn vor? Aber ich bin mir sicher. Ich habe ein Dutzend solcher Eingriffe auf der Kinderchirurgie vorgenommen. Wenn das schief geht, zerreißt sie Simoni in der Luft. Und wenn wir nichts unternehmen, dann stirbt uns der Junge. Diese komplizierte Diagnose kommt Ihnen sehr locker und glaubwürdig von den Lippen. Ich würde heute sagen, ein bisschen zu schnell gesprochen. Sie findet wieder was, die Jungfrau. Ja, ist nun mal so. Und wie schauen Sie sonst auf sich, wenn Sie sich jetzt sehen? Tja, man wird nicht jünger. Das ist das, was man sieht. Aber generell, also damals hätte ich mich als Ärztin besetzt. Ja, absolut. Das mal so beim Casting oder so. Absolut überzeugend. Wie haben Sie damals überhaupt die Rolle bekommen? Über ein Casting. Ja, es gab ein Casting und da musste man zum Beispiel auch mal so eine Szene machen. Und dann gab es natürlich auch noch eine Privatszene. Und ein Jahr später bin ich dann erst geworden. Und also, haben Sie damals gedacht, dass Sie so lange dabei bleiben würden, wenn Sie jetzt bei einer Serie zusagen? Nein, das hat niemand gedacht. Also wenn man gehofft hat, dass mal 2, 3 Jahre eine Serie läuft und dann ist man mal in sicheren Tüchern, in trockenen Tüchern. Man kann sich mal zurücklehnen und sagen, ich entwickle auch mal eine Figur. Normalerweise ist es ja so, man ist da, man ist an einem Tag von morgens bis abends dran und dann gibt es noch einen zweiten. Wenn man Glück hat, noch einen dritten und dann ist man schon wieder weg. Also, dass das so lange dauert, nie im Leben hätte ich das gedacht. Und es fühlt sich auch noch gar nicht so lange an. Umso besser, da bleiben Sie auf jeden Fall noch ein bisschen. Also wenn Sie Lust gekriegt haben auf den Tag der Niedersachsen, dann nix wie nach Duderstadt noch bis morgen Abend. In aller Freundschaft wird ja in Leipzig gedreht. Sie leben aber in Berlin. Warum eigentlich? Tja, am Anfang habe ich noch gedacht, na, bleib mal lieber in Berlin, muss nicht gleich nach Leipzig ziehen wegen einer Serie. Dann später habe ich es mir in Berlin einfach so hübsch gemacht. Und jetzt denke ich immer irgendwann, man denkt ja jedes Jahr irgendwie, vielleicht ist es noch ein Jahr, vielleicht sind es noch 2 Jahre, aber wenn es dann vorbei ist und dann ist Berlin ja wieder eine Plattform für alles, ja. Also ich glaube, es sollte nicht sein. Aber wie machen Sie das oder wie schaffen Sie das mit Ihrem Doppelleben?
Ja, wie schafft man das? Irgendwie. Weil Sie haben eine kleine Tochter, die ist erst 4 Jahre alt. Geht die dann immer mit? Die muss mit und Merseburg ist nicht so weit von Leipzig. Da ist die Mama und da ist sozusagen Hotel Oma, wenn Mama arbeitet. Und und ich habe auch einen super guten Kindergarten. Also da ist meine Kleine so gut aufgehoben. Hier sehen wir gerade Bilder, während Sie erzählen von Josefine, als sie noch ganz, ganz klein war. Ja. Also Merseburg, da ist die Oma, da sind Sie auch aufgewachsen. Genau. Und da ist meine Kleine so gut betreut, dass ich sage, also das ist eigentlich ein Geschenk des Himmels, dass ich arbeiten kann und das alles so gut im Griff habe. Sind Sie denn dann im Hotel in Leipzig oder... Ich habe dort eine kleine Wohnung, aber auch erst seit ich Josefine habe. Vorher war ich leidenschaftliche Hotelleberin. Ja. Also es war wirklich so viele Jahre im Hotel und ich bin nicht müde geworden. Ich fand das herrlich, dass einem die Betten gemacht werden und man das Essen nachts noch aufs Zimmer bestellen kann. Jetzt, seit ich Josefine habe, habe ich eine kleine Wohnung, weil die Wochenenden verbringe ich dann natürlich auch öfter in Leipzig. Mhm. Da musste es natürlich ein Kinderzimmer sein mit allem, dass ich nicht immer das Auto bis unter das Dach staple und trotzdem wird das Auto immer gestapelt. Also ich weiß nicht, mein Auto ist, wenn ich eine Tour mache, immer voll bis oben hin und dann muss es wieder Stadtwechsel sein. Wenn man schon so lange in der Serie ist wie Sie, kennt man die Kollegen natürlich. Da ist ja nicht so viel Wechsel eigentlich bei den Hauptcharakteren in der Serie gewesen. Ja, wir sind alle ziemlich treu. Wie familiär ist das? Also wie gerne sehen Sie sich dann auch immer wieder? Also es gibt bei uns noch nicht so den Zoff hinter den Kulissen, auf gar keinen Fall. Vielleicht liegt es daran, dass jeder von uns auch immer noch irgendwas macht, was noch sein Künstlerherz hochschlagen lässt. Ja. Theater spielen, Musik machen. Das machen alle meine Kollegen irgendwo noch ein bisschen. Und dann kommen wir und dann sehen wir uns wieder und dann freuen wir uns eigentlich auch. Also ich habe jetzt den Professor am Freitag, habe ich den Dieter Bellmann mal wieder getroffen und ich habe mich wirklich gefreut, ihn nach längerem mal wieder in die Arme zu nehmen und zu sagen, hallo Dieter, wie geht's dir? Ist lustig, dass Sie dann sagen, der Professor. Ja, ja, das ist ja so der Professor. Ja. Ja. Hat ja auch das Standing so unter uns Kollegen. Sylt. Ist das eine Insel, die Sie reizt oder wo Sie ab und zu hinfahren? War ich noch nicht. Ist immer noch ein bisschen zu weit gewesen, so in die andere Richtung. Ich war ja immer gen Süden. Dann zeigen wir Ihnen jetzt mal Sylt bzw. Karl macht das. Vergangenen Winter. Herrlich, mit oder ohne Karl auf Sylt, oder? Jetzt haben Sie auch Lust gekriegt auf die Insel. Ja. Spätestens bei diesem Sonnenuntergang. Wir sehen Karl übrigens wieder. Sie auch, liebe Zuschauer, ist die kommenden Wochen immer sonnabends bei uns hier bei DAS. Andrea, Ihre Fans dürfen sich freuen, denn sie werden Sie überraschen. Sie hängen Ihren Kittel an den Nagel im Herbst und kommen auf die Bühne in einem ganz anderen Outfit. Mit Corsage, auch Strapse? Ja, gehört dazu. Sie geben die Lola. Erzählen Sie uns, machen Sie uns neugierig. Ja, das ist also ein Nachfolgeprojekt nach dem Blauen Engel, den ich in Leipzig 2010 mitproduziert habe. Und jetzt haben wir gesagt, weil so viele Leute auch auf mich zugekommen sind, was machst du als nächstes, habe ich mir mit dem Regisseur Mario Eick überlegt, dass wir eine kleine Firma gründen und jetzt die Lola produzieren. Das ist im Grunde genommen auch die 20er, 30er Jahre. Es wird auch diese Musik sein, es wird dieses Milieu sein und es wird eine Geschichte sein um einen Präsidenten, der sich in ein leichtes Mädchen da verliebt, also sprich in Lola, und was dann so passiert mit seinem Leben und dem der damaligen Zeit. Das wird also eine spannende Geschichte. Und da werden wir, Heinz-Rudolf Kunze wird ein Gastauftritt bei uns haben. Mhm. Und wir freuen uns, dass wir da wieder, da wird also wieder die Revue, es wird ein musikalisches Schauspiel, es wird von allem was dabei sein. Und ich konnte die musikalische Komödie dafür gewinnen als Ort, als Spielort in Leipzig. In Leipzig. Ja, und dann wollen wir natürlich auch noch in andere Städte gehen. Dresden steht schon fest und Hamburg bin ich noch auf der Suche. Also ich bin überzeugt, wenn unsere Zuschauer jetzt diesen Ausschnitt sehen werden vom Blauen Engel, dann kriegen sie Lust auf mehr. Ich bin die fesche Lola, mich liebt ein jeder Mann. Und an mein Piano, lala, da lass ich keinen ran. Und will mich wer begleiten, da unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seite und tritt ihm aufs Pedal. Schön. Wie ist es für Sie in so einer ganz anderen Rolle? Eben als Ärztin sind Sie eher die Strenge, muss man ja sein, Oberärztin. Hier dann die fesche Lola. Ja, das ist einfach Bandbreite, die man hat als Schauspieler. Und wir müssen auch mal irgendwann, müssen wir auch mal das Kostüm ablegen, den Kittel ablegen und dann auch mal wieder rauf auf die Bühne und dann mal wieder was ganz anderes machen. Das gehört einfach dazu. Also Serien sind schön und man verdient wunderbares Geld und man bekommt eine Popularität. Aber wenn es uns dann nicht wieder auf die Bühne treibt, dann hat ein Stück des Berufes irgendwie, haben wir dann verfehlt sozusagen. Also ich habe das Bühnenschauspiel gelernt. Und mich zieht es immer mal wieder auf die Bretter, ob mit meinem Soloabend oder mit der Lola. Das muss einfach sein. Und dann bleibe ich auch ganz brav und treu und mache noch ganz viel Fernsehen.
Die Lola hat sie ihnen ja sehr angetan. Also die schon Musik seit einigen Jahren, die Musik. Warum? Ja, also nicht nur die Strapse. Also nein, da kriegt man einen kalten Po. Aber. Nee, aber auch die Figur, Marlene Dietrich, die Zeit. Ja, die warum? Zeit, diese Zeit, wie da umgegangen wurde, auch mit den Texten, mit der Musik. Ich finde auch, die Musik darf ruhig wiederentdeckt werden. Ich meine, Max Rabe hat es entdeckt für sich, aber in einem ganz besonderen Stil. Und die Frauen haben sich da irgendwie noch nicht wieder rangewagt. Und ich habe mich so viel im Vorfeld mit dieser Musik beschäftigt, durch den Blauen Engel, dass ich dann gesagt habe, irgendwie die Lieder haben es mir angetan. Und mein Abend, den ich jetzt mache, wo ich sozusagen diese Lieder präsentiere, das hat sich einfach bewährt, dass die Leute sagen, ja, wir möchten sie gern mal wieder hören. Wir möchten sie mal wieder entdeckt wissen. Neben diesem musikalischen Schauspiel wird es ja auch immer eine musikalische Reise, ein Liederabend mit Ihnen und Ihrem von Kopf bis Fuß, genau, ja. Mit Ihnen und Ihrem Lebensgefährten geben. Andreas Hartwig hat auch schon Platz genommen am Flügel. Wir werden gleich Sie beide hören. Vielleicht verraten Sie uns vorher noch, wie haben Sie beide sich kennengelernt? Durch die Musik oder? Ja, durch die Musik. Ich war natürlich auf der Suche nach einem Pianisten, in erster Linie nach einem Pianisten und dann... Haben Sie einen Lebensgefährten gefunden? Habe ich glatt noch ein bisschen Liebe gefunden und das ist wunderbar. Wohnen Sie zusammen oder wie lange ist das jetzt auch schon? Ich hatte das gar nicht richtig mitgekriegt, ich habe es vorhin erst erfahren. Ein halbes Jahr. Also toi, toi, toi. Ja, das ist also eigentlich noch ganz frisch und trotzdem schon lange genug. Dann redet man ja in der Regel auch noch nicht so gerne drüber. Nein, deshalb lassen wir Ihnen das gern. Auch und gucken mal gleich, wie es harmoniert. Wir werden es ja zusammen eben auf unserer kleinen Das-Bühne erleben. Aber vorher zappt Manfred Studer. Menschenkind, warum glaubst du bloß gerade dein Schmerz wären riesengroß. Wünsch dir nichts, dummes Menschenkind. Wünsche sind nur schön, solange sie unerfüllbar sind. Wenn ich mir was wünschen dürfte, in Verlegenheit, was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar zu glücklich wäre, hätte ich Heimweh nach dem Traurig. Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast die ganze Nacht. Johnny, ich träum so viel von dir. Ach, komm doch mal zu mir. Nachmittags um halb vier. Oh, Johnny, wenn du Geburtstag hast und mich dein Arm umfasst, die ganze Nacht, Johnny, dann denk ich noch zuletzt, wenn du Nacht vor blonden Frauen, sie haben so etwas Gewisses. Es ist ihnen nicht gleich anzuschauen, aber irgendetwas ist es. Ein kleines Blickgeplänkel sei erlaubt dir, doch denke immer Achtung vor dem Raubtier. Nimm dich in Acht vor blonden Frauen, sie haben so etwas Gewisses. Dankeschön. Super, toll. Und der Zylinder steht Ihnen auch prima. Ganz schön, wirklich. Andreas Hartwig, Andrea Löwig, kommen Sie gerne wieder zu mir. Es bleibt musikalisch, es war gerade so schön harmonisch. Es bleibt ein bisschen bei der Musik. Udo. Immer weiter. Zusammen sind wir stark.
Ich hab das Musical gesehen am Potsdamer Platz. Großartig. Sehenswert, ne? Ja. Es ist sowieso irre, was dieser Mann jetzt noch auf die Beine stellt. Ja, und wenn man diese ausverkauften, mega großen Hallen sieht, so fast hat man gedacht, der Mann so zwischendurch ist Udo Rock Legende zwar, aber so ein bisschen abgehalftert, war er mittendrin mal. Ja. Und jetzt ist er wieder so dermaßen da. Ich muss mal sehen, ob es da noch Karten gibt. Also ich muss das auch mal sehen. Auf jeden Fall, falls nicht, 21.40 Uhr morgen auf Arte ein wunderbarer Konzertmitschnitt. Also in der Art ist das auch noch nicht gemacht worden. 3 Tage Konzert mit mega vielen Kameras. Also es ist ein ganz tolle Sendung geworden, morgen auf Arte, 21.40 Uhr. Ihre Stimme hat man ja auch gerade gehört, als Sie gesungen haben mit Andreas. Hat was sehr Dunkles, fast ein bisschen Heiseres. Und eigentlich, wenn ich richtig informiert bin, haben Sie das am Umstand zu verdanken, der eigentlich für Sänger was ganz Furchtbares ist. Sie hatten Knötchen auf der Stimme früher. Als Kind. Ja. Aber ich glaube, das lag daran, dass meine Stimme eben immer schon so ein bisschen, ich habe schon als Baby ganz kleines Kleinkind eine tiefe Stimme gehabt. Meine Mutter beschreibt, dass sie mal in die Krippe kam und ich da noch in so einem Laufgitter war und immer so yay, 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 yay. Also auf so einem ganz tiefen Ton und alle dachten, ich werde mindestens so Zara Leander-mäßig mit meiner Indifferenzlage liegen. Ja? Die Knötchen hatte ich, weil die Stimmlippen nicht so klinisch rein sind, wie sie bei normalen Menschen sind. Aber die normalen Stimmen hatten sie ja auch schon ganz früh mit 8 oder irre. Ich dachte immer, es kommt, wenn überhaupt später, dass sie schon als Kind. Na, wenn man viel brüllt. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich war immer schon etwas laut. Aber dadurch war erstmal, Sie wollten ja damals schon als Kind, sage ich mal, Sängerin werden. Tänzerin und Schauspielerin. Und dann war erstmal, ja, dann schwenkte ich um auf Tanz, weil ich dachte, gut, dann wirst du eben Tänzerin, wenn die dich nicht singen und sprechen lassen. Und als ich dann nicht tanzen durfte, weil der Arzt mich in Leipzig aussortierte wegen der Knochen an der Ballettschule. Also ich wollte das fünfjährige Studium machen. Kniescheibe sprang schon mal raus auf der Bühne, Hüfte knackte. Bin ich wieder umgeschwenkt und bin dann doch Schauspielerin geworden. Und dann hat der gleiche Arzt, der mir damals diese Diagnose gestellt hat, gesagt, Mädel, es sind Leute mit deiner Stimme berühmt geworden und Leute sind gar nicht erst zu diesem Beruf gekommen. Wart's ab und sieh zu, dass du diszipliniert bist. Und das war ich dann. Also ich finde, die Stimme, vor allem beim Singen kommt es ja noch viel stärker raus als beim Reden. Ganz toll. Meine Erzählerstimme, meine Samtstimme, Desperate Housewives oder so. Das ist alles dieses Timbre, was jetzt eigentlich ein Markenzeichen wird. Absolut. Und damals, ein klinischer Befund war. Aber dank dieser Stimme haben Sie ja noch ein Feld, auf dem Sie sich ganz erfolgreich tummeln, nämlich Synchronsprechen. Sie haben den Deutschen Synchronpreis 2004 bekommen. Und zwar haben Sie Charlize Theron synchronisiert in dem Film Monster. Und da sieht man, wie sehr Sie sich auch in diese Frau mit ihrer Stimme reinfühlen können. Das geht leider nicht. Das ist der Nichtraucherbereich. Ich bitte Sie, die Zigarette wieder auszumachen. Was soll das werden? Willst du uns ein Liedchen trällern? Ich werde das nicht. Nimm deine Flossen weg, du verdammtes Stück Scheiße! Wenn sie rauchen will, dann raucht sie, kapiert? Wir sind nämlich verdammt nochmal zahlende Kunden hier. Was ist? Was liegt an? Hä? Wollt ihr euch mit mir anlegen? Seht euch mal lieber an, was ihr da esst. In meinem Fraß war nämlich eine Kakerlake, etwa so groß. Also so fühlt man nun wirklich kein Etablissement, Mann. Na, Sie gucken wieder ganz kritisch. Was haben Sie gehört, was wir nicht gehört haben? Also zumindest habe ich gehört, dass ich da wieder diese Mäuschen im Mund hatte. Was heißt das denn, Mäuschen im Mund? Sie hatte sich ein Gebiss machen lassen. Ja? Und ich habe mir dann von meinem Zahnarzt eine Schiene machen lassen, weil ich dachte, dass das ein bisschen eine unsauberere Sprache gibt. Ja? War so unsauber, dass man das nicht per Mikrofon aufnehmen konnte. Und dann habe ich aus dem OP bei uns Mäuschen genommen. Das sind so kleine Tupfer. Ja? Und dann hatte ich die hier drin. Und dann habe ich damit so ein bisschen unsauber gesprochen. Und das hat geklappt? Das hat geklappt, das hat funktioniert. Und das habe ich gerade gehört. Das war eine Szene, wo ich diese Mäuschen drin hatte und ein bisschen unsauber war. So. Ja. Beim Synchron muss man ja ohnehin mehr spielen eigentlich als sprechen, oder? Inzwischen nennt man es ja auch Synchronschauspieler und nicht nur Synchronsprecher. Wie können wir uns Sie vorstellen, als Sie diese Szene gerade gespielt haben? Barfuß am Mikrofon, Haare raufend. Also ich sage immer, ich sage nicht barfuß? Ja, barfuß, weil ich körperlich mit agiert habe. Also das klassische Synchronbild, man steht am Mikro oder man sitzt auf einem Hocker am Mikro. Ich stand barfuß im Synchronstudio am Mikrofon und kämpfte mit ihr mit. Ich kämpfte mich wirklich da eine Woche durch diese Synchronarbeit. Das waren 900 Takes, das ist eine Menge für einen Film. Und ich war abends so fertig. In der Mitte der Woche wollte ich mal das Handtuch werfen, weil ich dachte, das schaffe ich nicht. Ich war wirklich auch einmal so richtig am Boden zerstört. Und man hätte mich danach nicht fotografieren dürfen. Also ich glaube, ich hätte die Fotos verboten. Mich hätte man auch nicht fotografiert. Und sind Sie beeindruckt? Ja, absolut. Ich auch, jedes Mal, wenn ich das sehe. Andrea, es steht noch eine Reise an bei Ihnen dieses Jahr. Und wenn, wohin?
haben Sie noch ein bisschen Urlaub? Ja, unbedingt. Mit der Kleinen ans Meer, also an die Ostsee, mit Schippe Eimer. Und Regenschirm? Und Regenschirm und Gummistiefeln. Ja. Und ich meine, da muss man einfach gute Kleidung mitnehmen. Ja, das ist und tapfer. Und dann möchte ich noch nach Florida. Und ein bisschen meine Nichte besuchen, herrlich. Genau. Ausspannen und dann mal sich aufs Programm vorbereiten. Mich dort an den Strand legen, ja, und Text lernen. Wir drücken die Daumen, es wird bestimmt herrlich, dieses Programm auch vor allem. Wir haben ja gerade schon einen Vorgeschmack bekommen. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass es so gut klappt, wie Sie es sich wünschen. Bin aber total überzeugt davon und kommen Sie gerne wieder. Danke. Liebe Zuschauer,